Ei, 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 hallo erstmal hier, jo, moin. Ja, ich stehe hier mitten im Regen. Ich bin, ja, nass. Ich bin durchnässt. Ich habe die falsche Kleidung an. Warum habe ich die falsche Kleidung an? Ich habe, naja, wieder keine Regenjacke eingepackt. So ein Scheiß aber auch. Jo, Leute, moin natürlich, ne? Moin zu Hunter hier. Logas Point. Wir starten auf der Karte Logas Point. Ich möchte wieder ein bisschen jagen gehen. Ich habe ja mal früher auch ein bisschen gejagt. Also ich war mal früher jagen, so in meinen, ich wollte gerade sagen, meinen jungen Jahren. Wo kann man so sagen, in den jungen Jahren, ne? Ja, warum spiele ich wieder, oder warum schaue ich mal rein? Ich schaue einfach mal wieder rein bei The Hunter. The Hunter Classic, schönes Spiel, schönes Jagdspiel. Es gibt ja auch das Neue, wie heißt denn das überhaupt, das Neue? Wild, irgendwas mit Wald, irgendwas mit Wild. Die neue Aufsetzung von The Hunter Classic, Into the Wild, nee, Wild. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Wer es nicht kennt, einfach mal googeln oder einfach in die Videobeschreibung mal reinschauen. Ich werde, ja, ich denke mal, doch, ich werde beide Spiele verlinken. Ja, ich habe wieder Lust, jagen zu gehen. Den Tipp, ja, nochmal danke und schönen Gruß an X, dicker Bär X. Ne? Nochmal schönen Gruß. Ja, seit Mai, ne? Seit Mitte Mai, glaube ich, ist The Hunter komplett Free-to-Play, kostenlos. Es war ja schon vorher kostenlos, ne? Also mit bestimmter Einschränkung, dass man halt, man konnte zwar spielen, aber man konnte nicht alle Tiere jagen. Jetzt kann man alle Tiere jagen, bloß, also die Infos habe ich soweit von X-Tiger bei X, ja? Sonst bei ihm beschweren. Man muss Munition kaufen, ne? Man muss Munition nachkaufen. Und halt mit halt In-Game-Shop, also halt auf der Seite, dass man, wenn man Waffen haben will, dass man sich Waffen kaufen kann und ja. Und dementsprechend die Munition dazu und so weiter und so fort. Ich will gar nicht so lange quasseln, Leute. Ich will ein bisschen jagen gehen. Ich hoffe, wir bekommen irgendwas vor die Flinte. So, ich drücke mal F2. So. Und dann nehmen wir mal unser schönes. Na, wie heißt denn das? Ich sag mal Navi. Navi. Hier, Hunter. Hunter Mate. Genau, steht doch da. Hunter Mate. Das gute alte Hunter Mate. Wie habe ich das vermisst? Und dann gehen wir mal ein bisschen jagen. Ich habe soweit. Ausrüstung habe ich soweit alles drin. Ich habe hier mein Repetierbüchsgewehr, ich habe einige Gewehre. Ich lasse es jetzt mal drin, wo ich damals mit gespielt habe. Eine Shotgun. Die Waffen kann ich eventuell später nochmal vorstellen, falls ihr das sehen wollt. So ein paar Waffen habe ich hier und dann hier noch eine Revolver und so. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei Missionen angenommen mit verwilderte Schweine. Ich glaube, das soll ich mit der Revolver schießen. Das macht ja auch jetzt Sinn, ne? Mit den ganzen Punkten, die man dann halt gesammelt hat. Man kann auch weiter noch Punkte sammeln. GMS oder wie die Dinger heißen da. Kann man halt GMS, war das GMS? Ich glaube GMS, Munition kaufen. So, aber genug geschwafelt. Wir wollen jetzt losgehen, ne? Also, aber ich sag schon mal gleich, ne? Es wird nicht spannend hier. Es gibt hier keinen, ne? Also, ne? Die Frage ist, ich nehme erstmal normal auf, auch wenn jetzt nichts passiert. Es kann auch sein, dass ich ja 20 Minuten rumlaufe und es kommt kein Tier vor die Flinte. Ja. Also ist es bei der Jagd, ne? Ist beim Angeln ja nicht, ist beim Angeln ja genauso, ne? Ich kann ja nicht sagen, so, aber ich kann jetzt ein bisschen laufen, ne? Das kann ich schon mal. Ich bin ja noch im Camp drin hier. So, ich hoffe, der Regen ist nicht so laut, aber irgendwann wird der Regen auch mal wieder aufhören. Ich habe es ja schon ein bisschen leiser gestellt. Aber ich darf auch nicht zu leise einstellen, den Game Sound, weil sonst höre ich die Tiere nicht. Aber ich glaube, das passt. Sollte eigentlich passen. Falls Sie nicht Bescheid sagen, mache ich das eventuell lauter oder leiser. So, ich glaube, ab hier soll ich aufhören zu rennen. Und ich soll nicht so nah ans Mikro gehen. So. Oh, ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich möchte was vor die Flinte bekommen. Ich könnte auch schon mal rufen. Ich habe doch meinen Rufer hier. Ich habe den einmal für die Schweine, den Color, und dann habe ich einmal den für die Rehe hier. Ich glaube, hier auf der Karte war das mit dem Weißwedelhirsch, die hier rumlaufen und Schwarzwedel. Schwarzwedel? Nein, nicht Schwarzwedel. Ich habe eine verkehrte Mission angenommen.
Mist. Also war Weißwedelhirsche laufen hier auf der Map und Maultierhirsch war das, glaube ich. Maultierhirsch, nicht Schwarzwedel. Die Schwarzwedel, die laufen hier nicht auf der Karte rum. Außer die haben das geändert, aber ich glaube eher nicht. Maultierhirsch und Weißwedelhirsch. Ich wollte rufen. Oh, meine Kamera. Ja. Okay, das für die Schweine, das war verkehrt. Wurde eigentlich für die Hirsche. Mal gucken, ob ich schon eine Meldung bekomme. Ich werde mal mit dem Callen hier nach Hirschen. So, es hört doch auf mit zu regnen. Regen wird weniger. Ich glaube, wir gehen mal zum Hochsitz. Oh, das Wetter wird schön. Nein, nicht laufen, bist verrückt. Ich muss doch erstmal wieder mit den Tasten klarkommen hier. War das C? Nein. Y? Auch nicht. Ich möchte nämlich geduckt. Aha, geduckt. Bis zu den Knie. Welche Taste habe ich jetzt gedrückt? Fürs Hinknien. Strong. Kann ich dann auch von F2 drücken? Ja, ne? Oh, das war F3, Moment. Nee, F2. F2 geht nicht in der geduckt. Außenansicht, ich glaube, die geht auch nur in Cam, ne? F2, wenn ich jetzt F2 drücke, ich stelle mich mal hin. So. Ne, hingelegen habe ich mich. Hingelegen. Ich wollte aufstehen. Mit Umschalt kann man wieder aufstehen. Ne, F2 geht also nur im Camp. Okay. So. Wo habe ich denn mal mein Mikrofon wollte ich schon. Habe ich gerade Mikrofon gesagt? Mein Fernglas. Okay. So, da bin ich wieder. Ja, Telefon wie immer. Ich musste leider wieder was, also rausschneiden ja nicht. Also ich bin ja nicht weitergegangen. Ich musste einfach nur, ja, pausieren sozusagen. Jetzt gerade wieder die Aufnahme gestartet. Nach dem Telefongespräch. So, wir wollten jagen. Und ich wollte schleichen. Strung, ne? Genau. Und ich muss nochmal rufen hier. So. Da vorne ist das alte Auto, ja, mein altes Auto, das habe ich hier mal abgestellt. Oh, Art Maultiere, Statusieren, Geschlecht weiblich. Also direkt voraus. Ich will ja sowieso in die Richtung, aber wir müssen mal gucken, auch wegen dem Hochsitz. Also wegen dem Hochsitz möchte ich ja in diese Richtung. Wir schauen uns mal das schöne alte Auto an hier. Schön, schön, ne? Mein schöner alter Oldtimer. Ich weiß, es ist Umweltverschmutzung, aber ich muss es einfach mal entsorgen hier. Ging nicht anders. Steht auch schon ein paar Jahre hier. Schönes Ding. Drei Stück gleich. Drei Mädels. Also auch wenn wir jetzt nichts schießen sollten, ja, wir haben schon mal drei weibliche Maultierhirsche gesehen. Jetzt brauchen wir noch einen Bock. Einen Bock, also männlichen, ja. Dann gehe ich mal links rum.
So, die haben in der gerufen. Ich hoffe, dass das hat man gehört. Das ist laut genug. Wie gesagt, wenn das zu leise sein sollte, einfach mal Rückmeldung. Bitte Rückmeldung. Kann ich anpassen, ne? Ist da ein großer? Nee, ne? Also männlicher? Nein. Vier sogar. Es sind vier. Ich werde nochmal einen Callen, also noch ein Schweinchen rufen. Hatte ich das auf 6, ja, ne? Auf 6, ja. Also ein dickes, schönes, verwildertes Schwein wäre auch nicht schlecht. Art Maultierhirsch, weiblich, Gewicht zwischen 50 und 75 Gramm. Ja, etwas größer vom Gewicht, der 65, zwischen 65 und 95, 85 Gramm. Ich glaube, da kommt, nee, doch nicht. Oh, 70, 90. Und das letzte Maultierhirsch, ach, ganz klein, 45. Zwischen 45 und 65 Gramm. So, leider sind die Damen alle mannlos, sag ich mal. Also da ist kein Männchen dabei, kein Mann. Also hier komme ich nicht drum rum. Wäre ja auch, also natürlich komme ich drum rum, aber ich komme halt nicht durch den Baum durch, ne? Also irgendwie ist das schön, ne? Mal endlich wieder zu jagen, ey. Ey, nochmal danke, ne? Vielen Dank, XTKBX, ja, also für den Hinweis, dass das Spiel jetzt kostenlos ist, außer einige Nachteile, was Nachteile wegen Munition halt, die man sich denn kaufen muss. So, die haben von der Spur abgelassen, sozusagen, weil es von der Spur, weil ich hier eben gerufen habe. Das erste Maultierhirsch, also läuft wieder zurück. Es ist zurück, ja, läuft zurück. Oh, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Also wir hatten auf jeden Fall ja schon Tierkontakt, ja? Das ist schon mal sehr gut. Auch wenn wir in dieser Folge nichts schießen, ja, wollten jetzt hier weiblich, okay. Also, falls wir nichts in dieser Folge vor die Flinte bekommen, ist ja auch nicht schlimm. So, die Richtung stimmt eigentlich, ne? Zum Hochsitz, ja, immer geradeaus. Ja, und von The Hunter Classic werde ich dann ab und zu nochmal aufnehmen und eine Folge veröffentlichen, außer... Oder sage ich mal so, wollt ihr The Hunter sehen? Macht mal einen Daumen nach oben, dass ich weit, was los ist hier. Oder hinterlasst am besten einen Kommentar. Ist das nicht schön hier mit der Blumenwiese hier? Oh, ist das schön. Ist ja richtig bienenfreundlich, ne? Ja, hinterlasst einen Kommentar, am besten einen Daumen nach oben oder ich mache eine Umfrage. Na, mal gucken. Aber ihr könnt ja natürlich schon mal einen Daumen nach oben machen, ne? Wenn ihr mehr sehen wollt und einen Kommentar da hinterlassen. Dann gibt es dann auch ab und zu mal ein... Ich werde sowieso dann ab und zu mal dann so eine Folge veröffentlichen. Außer ihr wollt natürlich mehr sehen, dann gibt es eventuell noch ein paar Folgen mehr. Sonst dann immer so spontan, wie ich lustig bin, wie ich Lust habe. Ich soll nicht so viel quasseln. Wir sind auf der Jagd. Wir müssen ein bisschen leise sein. Nicht so laut.
flüstern, ein bisschen flüstern und nicht so laut schreien. Und ich werde jetzt die ganze Zeit so reden, dass ich nicht so laut reden soll. Was war das denn gerade? War das ein Pilz? Davon? Nein, das war eine Spur. Das war keine Spur, das ist eine Spur. Neue Spur gefunden, aktuelle Spur verlassen. Verwildertes Schwein. Ziehend. Oh Gott, ist schon ein bisschen länger her. Die Richtung. Schönes Ding. Da ist ein Schwein, ich kann's sehen. So, ich kann ein bisschen lauter reden jetzt wieder, ne? Ich glaube, da ist ein Schwein oder ist das ein Stein? Das sind Schweine, Leute. Da sind Schweine. Zieh männlich. Yo, komm in meine Richtung. Da muss ich direkt nochmal hinterher. Also antworten. Das ist auch ein weiblicher bei. Oh, ich werde schon wieder ein bisschen hier. Ein bisschen ruhig bleiben. Ein bisschen ruhig bleiben. Nein, wo ist denn meine auf 5? Ja, genau, wir gucken mal. So, rechts ist ein Busch verschwunden. Das ist immer kleine, ne? Also keine riesen Monster. Ich sag mal so, keine besondere Trophäe, wenn ich die schießen würde. Die Frage ist nur, war das jetzt mit der Schrotflinte oder war das mit einem Revolver wegen der Mission? Also gut ist der. Ja, gut ist jedes Schwein, ne? Lecker Schwein, Schweinefleisch. Nom, 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 nom. Ja, rechts war auch ein Schwein, das ist natürlich jetzt, ja. Also ich würde das schon gerne mit der Schrotflinte versuchen, da muss ich aber echt lange warten. Aber die Sicht ist besser. Wenn ich hier oben bleibe, statt als wenn ich runtergehe. Muss ich mich natürlich hinlegen, ich muss nochmal rufen hier, bevor die abdrehen. Also das schwarze Schwein dürfte zuerst auf mich stoßen. Das müsste rechts irgendwo im Busch sein, ja, auf der rechten Seite da. Ich muss mal gucken, da muss ich mich links halten. Ich denke mal, das schwarze Schwein auf der rechten Seite im Busch, im Büschlein, ist weiblich. Möchte ich nämlich nicht schießen. Auf der 5, nicht auf der 6. Es gibt schon wieder Regen. Das ist doch nicht so schön. Warum muss das schon wieder regnen? Neue Spur gefunden, aktuelle Spur verlassen. Ja, mach mal erstmal. Weiblich, genau. Die ist direkt, ja, die ist nämlich dann da links. Toll. Ich versuche zu umlaufen. Ich möchte nämlich der männliche Schwein haben und dann natürlich mit der Schrotflinte. Ich versuche mein Glück, wenn nicht, Pech. Ich nehme auch schon mal die Schrotflinte in die Hand. Vielleicht schützt mich ja der Regen. Eventuell, vielleicht auch nicht.
Und ist das Schwein. Schauen wir mal. Ist kein Riese, ne? Gewicht 160, zwischen 160 und 175 Gramm. Okay, werde ich nochmal rufen. Das wird jetzt echt knapp hier. Ich stehe mal auf. Ich muss noch warten. Also, ich habe das Gefühl, ich bin noch zu weit weg. Ich versuche mein Glück. Der zweite Schuss war scheiße, aber das Schwein ist tot. Ah, Mist, der zweite Schuss, den hätte ich nicht. Nein, den hätte ich nicht. Nein, 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 nein. Den zweiten Schuss hätte ich nicht machen dürfen. Machen brauchen. Naja, komm, wir nehmen die Spur noch mit hier wegen Level, aufleveln hier. Ah, der erste Schuss hatte direkt schon Lunge und Herz. Ah, der zweite Schuss war unnötig. Der war einfach unnötig, der zweite Schuss. Mal überhin, wir haben Tier, Mensch. Ich hatte nicht gedacht, dass ich hier noch ein Schwein, ne? Also es wird kein Monster sein, aber hier nochmal, ne? Flüchtend, Lunge, Herz, ja. So, wegen dem Telefonat, was ich eben hatte, vorher, weiß ich jetzt gar nicht, wie boah, mit der Zeit. Ist gerade ein bisschen, naja, gucken wir gleich mal. So, Foto, ich muss auch ein Foto machen. Ging das vorher? Ging das hinterher? Huntermate. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das mit dem Foto ging. Also es ist ja auch kein Monster. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Foto machen, ne? Obwohl, ich setze mich mal hin, so. Gucken wir mal, ob wir das einigermaßen hinbekommen. Ah, okay. Confirm Skill. Verwildetes Schwein. Der zweite Schuss, der ging auch daneben, ne? Ja, ich hab nur einmal getroffen. Milchbart, Hitzkörper, Schulterblatt, rechte Lunge, ja. Aber ins Herz hat das schon doch auch was von Herz. Ja, Distanz war das auf 21 Meter, okay. Ja, der Score ist natürlich, ne? Das ist Standard. Das ist nicht so ein dolles Ding hier. So, Trophy, Trophy, Trophy. Ich könnte jetzt ein Foto machen, könnt ihr ein bisschen rumspielen. Ich kann das euch ja mal zeigen hier. Kann ich ja mal die Waffe in die Hand nehmen, falls das möglich ist. Drücken Sie F, um die Hilfe zu erhalten. Okay, linke Maustaste? Nee, das war doch möglich mit Trophy Shop. Kameramodus, Moment. Jetzt war das, glaube ich, F1. Ja, genau. Wegen der Waffe. Ich habe jetzt nicht hochgeguckt. Ich könnte mein Fregel hier noch versetzen. Oh, nein, nicht hinlegen. So, jetzt könnte ich, ne? Man sieht es, ein bisschen versetzen hier. Schweinchen könnte ich auch. Ich möchte aber aus dem Modus mal. Nein. Stell dich hin. Ach, Leertaste war es gewesen. Ah, ja, so. Zack. Obwohl, jetzt duck dich nochmal. Aha, sehr schön. Und nochmal Leertaste und jetzt so. Ich könnte das Schweinchen natürlich ein bisschen aufrichten, aber ich lasse es mal so. Ein bisschen noch ran, so. Ja, ist gut. Bestätige Trophy Shot annehmen. Nimm ich an. Sehr gut. Schönes Ding. Was ist das? Haben wir? Do you want to taxi yourself this animal? Ah.
und links steht eben übrigens, Foto wird hochgeladen. Cell. Also das sind die GMS. GMS, damit könnt ihr Munition kaufen, ja? Was ist Taxi? Ich weiß es nicht. Do you want to taxidermize or you sell this animal? Taxi. Ich glaube, das ist der Unterstand, ne? Unterstand als Trophäe behalten oder ich weiß es nicht. Taxidermize? Ich weiß es gerade nicht. Ich zähl, Lizzie, ich verkaufe dann für 29 GMS. Ich verkaufe den jetzt einfach erstmal hier. Was das mit Taxi zu bedeuten hat, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich verkaufe ihn mal direkt hier. Komm. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Okay, wir gehen noch zum Hochsitz. Mache ich das jetzt in dieser Folge noch oder mache ich da eine zweite Folge draus? Oh, das ist die Frage. Ich glaube, wir gehen noch zum Hochsitz. Ich mache ein bisschen länger die Folge. Vielleicht werde ich eventuell was rausschneiden. Ah, ich wollte eigentlich noch nichts rausschneiden. Ich wollte erstmal eure Rückmeldung haben. Wollt ihr das sehen, wenn es nicht so spannend ist, wenn kein Tier sozusagen da ist, dass ich das rausschneide oder dass ich das halt komplett laufen lasse? Ist zum Teil, kann das auch langweilig sein für einige, aber ich finde es interessant. Ist Natur, ne? So, auf 3 lag das Collar für die... Nein, das war die Waffe. Auf 4 war das, ne? Genau, für die Hirsch. Ein Hirsch wäre jetzt nicht schlecht. So, Spur-Kojote, die laufen hier auch rum. Na, ich denke mal, wir machen das noch bis zum Hochsitz, weil allzu viel Zeit habe ich heute auch nicht mehr. Ich bin schon froh, dass ich ein Schwein gefunden habe. Überhaupt Tiere, ja? Wir haben, na, da war eben eine Spur, egal. Wir haben ja die Maultierhirsche gesehen zu Anfang, ne? Direkt die 3, ne, 4 waren das sogar gewesen, genau. Neue Spur gefunden, aktuell verlassen, weiblich, Maultierhirsch. Ach, das sind die Damen da hinten, die wir getroffen haben, ne? Wenn man von Teufel spricht, ne? Kaum redet man über Frauen, dann melden sie sich zu Wort. Okay, nehme ich noch ein paar Spuren mit. Aber dass man dann für die Tiere, wenn man direkt verkauft, auch GMS bekommt, das ist sehr gut. War das GMS oder GM? Nee, GMS. Auf jeden Fall ist es die Währung, wo man dann halt sich die Munition für kaufen kann. Oder eventuell Klamotten oder Waffen oder sonst was. Oder Futter, Lockmittel, Gedöns oder... wie heißen die Stoffe? Na, die Tierstoffe oder dass man sich damit einsprühen kann oder... besprühen kann. Dass man halt nach Tier riecht. Also was nutze ich nicht, weil ich nur nie benutze. Gibt's keinen Unterschied. Und natürlich für Erfolge, ne? Wenn man Erfolge sammelt, dann gibt es natürlich auch diese Punkte. Ich bin schon zufrieden, ne? Mit dem einen Schwein, auch wenn ich nicht mehr vor die Flinte kriegen sollte heute. Das hat auch nicht gezählt, ne? Für die Mission, glaube ich nicht. Für den Auftrag, wo ich die Schrotflinte benutzt habe. Nicht, dass es doch der Revolver war. Ich muss nochmal nachlesen hinterher. Ich weiß es jetzt gerade nicht.
Und wenn ich gleich beim Türmchen bin, beim Hochsitzen, dann werde ich auch nochmal rufen. Aber das kann ich gleich machen, sobald ich hier aus dem Teilwaldstück, sagen wir mal, heraus bin und dann auf der offenen Wiese da bin, auf der offenen Fläche. Okay, das sind die Mädels da hinten wieder, ne? Oder? Nee. Die sind links, okay. Jetzt noch ein schöner Hirsch. Zum Abschluss. Na, wäre schön. Falls nicht, dann eben beim nächsten Mal. Und falls von euch auch einer im Jagen ist, so, dann einmal mal Bescheid sagen. Dann können wir mal zusammen jagen gehen. Eventuell später auch mal wieder schönen Livestream. Habe ich ja schon mal gemacht. Schon etwas her, ein Livestream, aber... Ey, das ist genau das richtige Spiel dafür. Mit mehreren Leuten. Ne, Digga? Was sagst du dazu? Du hast auch Bock, ne? Zusammen mal jagen gehen? Aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Wollten wir auch. Ich glaube, das wollten wir schon seit... letzten Winter oder so, ne? Mal wieder zusammen jagen gehen. Naja, ist ja bald wieder Winter. So, dann kann ich jetzt eigentlich nochmal grölen. Schweinspur, oder? Ja. Na, weiblich. Man soll natürlich auch immer schleichen. Ja, selbst der normale Gang, der ist zu... Also man verjagt dann eher was, ja. Einfach auf die Knie und hier hin robben. Weil man muss die Angst haben, dass man echt was verjagt. Ah, weiblich. Ja, mal gucken. Die kommen natürlich jetzt ran hier, wenn ich hier die ganze Zeit immer anlock. Ich lock sie hier an. Vielleicht ist er männlicher dabei. So, auf jeden Fall jede Menge Spuren hier. Hier war richtig was los. So, eine schöne Hochsitz. Dann gehen wir nochmal hoch da. So, da hinten sehe ich schon. Aber wir gehen erstmal hier fix hoch, ne? Besseren Überblick von hier oben. Also, gleich sind wir oben. Ja, genau. So, was haben wir denn? Ich werde nochmal rufen hier, komm. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Schweinchen hier. Oh, da hinten, was kommt da? Wo ist denn mein Fernglas? Da. Was kommt denn da hinten? Ist das nicht genial? Ein Maultiersch männlich. Ah, ich hätte mir das mal merken sollen wegen der Mission, wegen dem Auftrag. Oh, da vorne ist ja noch einer. Der weibliche. Weibliche Maultiersch. Wegen der Schrotflinte. Ah, kann man die Aufträge nicht nachgucken? Nee, ne? Ausstattung, Hauptmenü, Ausstattung, Karte, Option. Ich möchte jetzt hier eigentlich nichts drücken. Nachher komme ich komplett aus dem Spiel raus. Das möchte ich nicht. Da ist auch ein... Uiuiuiuiui. Das sind die Mädels von vorhin bestimmt hier, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Da sind schon mal 5. Da vorne ist noch eins. Macht 6. Jede Menge Tierkontakt. Erfüllen ja jetzt nur noch die Schweinchen hier. Oh Gottes Willen, wie viele kommen denn da?
Ach du Heilige. Ach du Heilige, die kriegt doch gar nicht alle geschossen, ey. Oh Mann. Ich bin gerade ein bisschen, ja, positiv überrascht durch die Menge an Tieren hier gerade. So, 95, 120. Der vordere. 85, 109, 110. Also müsste ich die mittleren nehmen. Außer da hinten kommt noch ein großer raus. Ich glaube nicht. 115. Würde ich den mittleren nehmen. Aber ich glaube, ich lasse es mit der Shotgun. Halleluja. Wenn die gleich aufscheucht, dann laufen sie alle weg. Ich muss jetzt schießen. Mach ich erst den mittleren und dann den zweiten hier vorne. Oh Mann. Ich würde gerne die Shotgun ausprobieren. Scheiße. Das war nicht gut. Ich habe zu lange gewartet. So, der ist down. Den da hinten noch. Nein. Das war scheiße. Am Sta Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Alter, mein Herz. Ey, das war. Nee. Ich glaube, die zwei Schuss habe ich jetzt umsonst versemmelt. Oh Mann. Ich bin doch geschockt von den ganzen Tieren hier, Leute. Da waren ja auch insgesamt drei. Den einen dahin, da war ja noch ein, ich weiß nicht, wo der dritte war. Keine Ahnung. Ich weiß, ist ja egal. Ich gehe runter und sammle ihn ein. Ich bin noch so erschlagen von den ganzen Tieren hier gerade. Also mit der Menge, natürlich hätte ich mehrere abschießen können. Ich hätte auch alle drei kriegen können, aber heftig. Man kann auch die Luft anhalten. Ich habe gerade die Taste, wusste ich gerade nicht, wie man die Luft anhält. Deswegen habe ich einfach so geschossen und dann deswegen habe ich so einen Zatter gehabt und gezittert und naja. Eieiei, aber schönes Ding. Schönes Ding. Komm, gucken wir mal. Machen wir so. Was haben wir denn hier? Maultierhirsch, Gewicht 105 Kilo. Distanz 19 Meter. Schädel, Schulterblatt, rechte Lunge, Leber, Magen, okay. Mit der Schrofflinde, ne? Ja, es ist kein Monster. Ist kein Monster. Ach, du brauchst jetzt eigentlich nichts zu machen. Foto lasse ich mal weg. Habe ich ihn jetzt verkauft? Nee. Ach, scheiße. Jetzt habe ich ihn auch noch nicht mal verkauft, ey. Es sind zwar viele Tiere da, aber es läuft nicht gut. Ich glaube, ich habe ihn nicht verkauft. Ich habe eine falsche Taste gedrückt, habe so einfach das Menü rausgenommen, weggeklickt und ja. Oh Mann. Naja, aber Tierkontakt, was will man mehr? Jetzt gucke ich nochmal dahin, ob ich den noch getroffen habe. Kann ich eigentlich laufen? C war das, ne? Ja. Natürlich die ganze Spur noch mitnehmen zum Aufleveln. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich das Level da habe.
bin so erschlagen von den ganzen Tieren hier. Mit so viel Tierkontakt habe ich hier noch gar nicht gerechnet. Klar, habe ich mich gerade ein bisschen blöd angestellt. Naja. Kann nur besser werden. Das habe ich dir noch nicht mal verkauft, glaube ich. Ich hätte dafür 70 GMS bekommen können. Nur weil ich mich verklickt habe, ey. Auch wegen der blöden Kamera. Wollte ja auch nicht das Foto machen. Das Foto hat nicht gelohnt. War auch kein besonderer Hirsch. So, ich glaube, ich habe ja auch nicht getroffen. Falls ja, muss ich ihn noch suchen. 'Flüchtend', aber getroffen habe ich ihn nicht. Er lief ja hier beim Stein. Ich glaube, hier hatte ich einen Schuss irgendwie abgegeben, aber... Nee. Ach so, ein Schwein war das auch noch. Nee, Leute, schade. Auch, dass ich die anderen jetzt nicht verkauft habe, ne? Das ging alles schnell. Ich war erschlagen von der Menge an Tiere, ey. Ich muss denn ruhiger werden. Guck, weil ich eine lange Zeit nicht mehr gejagt habe, ne? Naja. Machen wir beim nächsten Mal besser. Achso, das ist für die Schweine. Vielleicht sind die ja noch irgendwo hier. Letzter Versuch. Sonst mal Feierabend hier. Ah, den hatte ich eben noch schon. Den habe ich auf der 5, ne? Ne, auf der 5 habe ich das Fernglas. Okay. Auf der 3 habe ich die Waffeln. Was ist die 4? Okay, weiblich. Naja, ich möchte das Video auch nicht zu lange machen, ne? Ich hätte auf jeden Fall 2 hätte ich mindestens kriegen müssen. Das war gerade echt ein bisschen zu viel Hektik. Wir haben die Spur, wir gucken nochmal kurz. Verfolgung, das kann so lange dauern. War früher schon so. Weil ich ja schleichen muss und der bewegt sich natürlich ein bisschen, na, denkt man, einen Tick schneller als ich. Okay. Könnte in der Nähe sein. Ich höre aber auch nichts. Ah, schon ein bisschen länger her wieder. Bis zur Anhöhe da vorne auf einem kleinen Hügel, da gehe ich jetzt noch. Wenn wir da nichts sehen, mache ich immer hier aus. Ah, ist wieder flüchtend, ne? Treibend. Trabend. Schwein? Männlich. Oh, ich wollte ausmachen.
gucken nach dem Schwein. Endspurt. Lange Folge, aber nützt ja nix. Das Schwein nehme ich noch mit. Nicht, dass gleich wieder ein Telefon klingelt, weil ich erwarte nämlich nochmal einen Anruf. Das wäre nicht schön. Verfolgt mein Maultierhirsch, wird dann abgelenkt oder kriegt halt einen neuen Kontakt durch ein verwildertes Schwein. Versuche ich da mal einen Revolver, ne, zwischen die Augen. So, wo ist das Schwein? Okay. Ein Stück weiter. Ich hoffe, das ist eine freie Fläche. Na, direkt so im Busch, ja, da siehst du auch gar nichts. Vielleicht habe ich hier gleich eine Möglichkeit, von hier oben noch irgendwie nach unten, einen Blick nach unten zu werfen. Nochmal grüllen. So, die Position hier ist wunderbar. Da ist das Schwein. Direkt voraus. Ja, ist auch kein Monster, ne? Ich habe ja schon mal Bock, jetzt den Revolver zu testen, ne? Und was kommt denn da rechts? Oh ne, ich glaub's ja nicht. Der verlorene Hirsch. Kommt er jetzt auch in meine Richtung? Ich nehme das Schwein. Ich komme bloß nicht weiter runter mit. Das ist blöd. Warum komme ich nicht weiter runter? Ich muss mich... Ja, genau. Wie war denn das? Keine Munition? Ich habe doch Munition mitgenommen. Ach du Sch... Das Schwein greift mich an. Oder auch nicht. Es wollte mich aber angreifen, ja? So, ich sehe es noch, ich sehe es noch, ich sehe es noch. Es läuft ganz hinten übers Wasser. Habe ich das Schwein überhaupt getroffen?
Ich sehe es immer noch. Es läuft jetzt ganz nach hinten rechts. Ich kann auch das Fernglas nehmen, aber dann habe ich das nachher aus den Augen verloren. Ey, wo läuft denn das Schwein hin? Habe ich das Schwein getroffen? Hinten beim Stein muss ich hin. Okay. Flüchten. Quelle, Körper. Ich hab's getroffen, ja. Ich muss zum Stein da hinten hin. Einmal komplett rüber. Also das Schwein hat mich auch auf jeden Fall gesehen und hatte vor, mich anzugreifen. Naja, laufen wir schnell rüber, ne? Lange Folge. Oh Mann, ich wollte gar nicht so lange aufnehmen. Also ist das bei der Jagd. Ist da vorne auch ein Schwein? Ah, Moment. Könnte auch wieder ein Stein sein. Jo, ein Stein. So, die Spuren direkt verfolgen wäre natürlich auch praktischer gewesen, dass man die Spur hat, aber ich weiß ungefähr, wo es hingelaufen ist. Es muss ja auch irgendwann mal verrecken. Ah, das Schwein nicht. Da ist das Schwein. Das ist die Spur. Hier ist der Stein, den ich vor Weitem gesehen habe, im Blick. So, das wird ja auch mal irgendwann zugrunde gehen. Da hinten links lief ein Schwein. Zwei sogar. Ich hoffe, das waren die nicht. Dann muss ich nämlich wieder anders laufen. Ich habe so nur im Körper getroffen. Okay, das war bestimmt doch links, ne? Blutspur wäre jetzt nicht schlecht. So, direkt da vorne ist ein Schwein, das ist weiblich. Und da vorne ist die Spur gewesen von dem anderen Schwein, das auf der Flucht war. Ich hoffe, das ist die richtige Spur. Sonst haben wir ein Problem. Wir müssen nur einmal eine Blutspur haben. Ne, ist keine Blutspur. Da kommt das Schwein. Ich möchte auch nicht so viel Munition verschwenden. Man muss auch sparen jetzt, ne? Weil man ja halt Munition kaufen muss. Denn alle ist es alle. Früher hast du unendlich gehabt, so als Member, ne? So, das Schwein habe ich jetzt getroffen. Lunge, Herz. Ja, das muss doch da vorne jetzt liegen. Wenn es dasselbe Schwein ist, was ich vorhin schon angeschossen habe, dann müsste ich zwei Treffer insgesamt gelandet haben. Da war gerade rechts ein Tier. Hier ist richtig was los. Okay, bitte, das ist das Schwein sein mit zwei Treffern. Nein, das ist ein Treffer. Schulterblatt, linke Lunge, das ist ein anderes Schwein. Schon etwas größer. Okay, verkaufen.
Jure, was gibt Jure Position 9? Ja, 29. Ich bin Position 29 in dem. mit dem Dingsbums da, Schweinejagen, mit Schrupflinte. Das haut dann schon mal hin. Da werde ich mal die Tage offline so weiterspielen. Also ohne Aufnahme. Das ist aber nicht das Schwein, was ich angeschossen hatte, ne? Egal. Dann krieg ich wieder Bescheid von Onkel Doktor oder so. Das andere Schwein wird wohl weg sein. Ich habe jetzt auch keinen Nerv mehr, das zu suchen. Leute, ich werde noch ein bisschen weiterjagen. Aber ohne Aufnahme, das wird es gewesen sein. Die Folge ist eh schon lang genug. Wenn ihr von The Hunter mehr sehen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da. Lasst mir einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal wieder. Ne? Das war echt schön. War echt erfolgreich. Bisschen Dummheit von mir auch mit drin, aber kennt man ja, ne? Aber ich war so geschockt von den ganzen Tieren, überwältigt. Naja, bis dann. Tschüss.